Hey Leute und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ein neues Video, über einen Monat ist es her. Wer dazu viel Blabla hören will, der sollte mal auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen, rechts über meinem i verlinkt. Bald wird da ein Labervideo dazu kommen. Hier starten wir jetzt direkt rein mit einer PES 21 Karriere mit Leverkusen. Wir haben kein Vorbereitungsturnier, es gab gar keins, finde ich ziemlich gut. Aber wir müssen in den Playoffs ran. Das heißt, wenn wir das jetzt schaffen, ganz, ganz wichtige Spiele in der heutigen Folge gegen Basel, Hin- und Rückspiel. Wenn wir das schaffen, dann spielen wir diese Saison sogar Champions League. Und unser erstes Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund. Ein richtiger Knaller in der heutigen Folge. Also Wahnsinn. Nächste Folge Bayern und boah, also ich freue mich unglaublich auf diese Karriere. Es wird richtig, richtig toll. Das ist jetzt erstmal so mein erster Gedanke. Ja, 4-2-3-1 quasi, Aufstellung. Das sind so die besten Spieler für mich. Einwechseln erstmal Diaby und Wirtz, Alario und so. Erstmal als Einwechselspieler. Ich möchte jetzt erstmal mit der Mannschaft loslegen. 75er Gesamtbewertung. Richtig, richtig nice. Taktiken wie Ballbesitz, kurzer Pass, Mitte, Formation halten, frühes Pressing, Mitte und aggressiv sind eingestellt. Ja, und erweiterte Anweisungen wie durch die Mitte, Flügelrotation, Gegenpressing ist meine Strategie. Mal gucken, wie gut das aufgeht. Erstes Spiel, Playoffs. Ja, wir müssen gewinnen. Auswärtsspiel sogar hier. Ja, es zählen Auswärtstore. Wir müssen Gas geben. Wir wollen Champions League spielen. Ja, es geht direkt um alles. Was für ein Start. In den schwarzen Trikots der Werkself. Zum ersten Mal spiele ich mit dieser Mannschaft, quasi ins kalte Wasser geworfen. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und 1:0! 16. Spielminute. Das Auswärtstor. Amiri ist der Torschütze mit der Nummer 11. Die ersten 15 Minuten reinkommen, gucken, was passiert. Und dann Doppelpass, Schuss und Tor. Stellen wir auf defensiv, probieren sicher zu stehen. Oh, starke Parade. Radetzky. Schönes Pressing jetzt. Sehr schönes Pressing. Patrick Schick jetzt mit der Möglichkeit. Was macht der denn, Alter? Hä? Ich drücke auf Schießen. Halbzeit 1:0. Verdient ist es, aber da muss noch mehr kommen. Ah, oh, Amiri, ey, Amiri. Der geht in die Wolken, ey, was ist das denn? Oh, Patrick Schick steckt auf Bailey, der passt nicht perfekt, sogar abseits. Bailey geht raus, Diaby kommt rein. Ich weiß teilweise nicht mal, welche Spieler links und rechts Fuß sind. Ja, das ist richtig schlecht. Jawoll! 1:0 Auswärtssieg. Wir retten uns. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig fürs Rückspiel. Jetzt das Dortmund-Spiel. Heiß. Erstes Bundesligaspiel gegen Dortmund. Boah. Auf geht's, Jungs. Es geht los in das Spiel gegen Dortmund. Und die Frage ist, geht es jetzt schon los mit der Fitness? Also wir hatten vor ein paar Tagen das Spiel gegen Basel. Es geht gleich wieder gegen Basel. Dann kommen die Bayern. Also es geht ja jetzt schon los mit englischen Wochen. Alter, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, ja. So, das Debüt zu Hause quasi gegen die Schwarz-Gelben. Bin gespannt. Und Bailey. Erster Schuss. Dritte Minute. Weiter, weiter, weiter. Und es ist wieder Leon Bailey, dieses Mal Pfosten. Das gibt es nicht. Das war eine deutlich bessere Chance und er könnte dann gerne mal reingehen. Und jetzt ist das Ding drin, was für ein Geschoss. Aranis. Ein Gerät, 300 Stundenkilometer schätzungsweise. Also, wir probieren es und wir schaffen es gerade, Dortmund absolut zu dominieren. Und der Schuss, der hat mal gewaltig gesessen, weil platziert war er nicht. Aber Wumms. Boah, Diaby, nee, Bailey ist es. Diaby spielt unten, aber Diaby könnte gleich zum Einsatz kommen. Nee, Flanke kommt nicht, schade. Wollte so eine kleine Flanke schlagen.
Das wäre geil gewesen. Ich hoffe übrigens, dass ich die Torhymne von Leverkusen verwenden darf. Wendell. Oh. Das ist ein Spiel. Ein Tor, zwei Pfostenschüsse, einer daneben. Oh. Oh. Wir setzen Dortmund unter Druck. Schon den dritten Ball oder so, den die da rausschlagen. Diesmal ins Aus. Oh, das gibt's nicht. Da muss es auf jeden Fall gelb für geben. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Ey, Schiri. Jetzt, sag mir nicht, der ist verletzt, ey. Ah, er wird draußen behandelt erstmal. Okay, Freistoßschützen, kennen wir uns nicht aus. Demi bei 88. Klingt nach einer guten Möglichkeit. Und es ist das dritte Mal Latte. Das ist das dritte Mal Latte. Ja, das war's für die erste Halbzeit. Und das ist für uns aus Leverkusener Sicht einfach zu wenig. Es ist zu wenig. Es ist ein gutes Spiel. Definitiv. 1-0 ist auch kein schlechtes Ergebnis gegen Dortmund. Aber 6-1 Schüsse und davon 3 an die Latte, / Pfosten. Also, da hätte noch was gehen können. Und Haaland. Es ist einfach Erling Haaland. Wenn der einmal schießt, dann sind da 500 km/h hinter. Richtig Druck, richtig Power. Und auch hier. Ei, das darf uns nicht passieren. Mann, Leute, das gibt es nicht. Hier kommen wir nicht richtig in den Zweikampf, beziehungsweise kriegen den Ball nicht. Dann haben die ein bisschen Glück, treffen auch den Pfosten, Ball geht rein. Ganz, ganz bittere Nummer. Ganz, ganz bittere Nummer. Oh, Leute, ey. Das gibt's doch nicht. Radetzky kriegt den gerade so noch weg. Das darf uns jetzt hier nicht passieren, Mann. Es kann einfach nicht sein, Alter. Verdammt. Ey, wir sind so gut gewesen. 2-1. Nein, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Oh, Radetzky. Boah, Radetzky ist so ein guter Torwart. Die haben mich so auseinandergenommen. Und der hält einfach. Was für ein frecher Typ. Komm. Ja, Mann. 89. Patrick Schick. Ey, dass wir überhaupt kämpfen müssen. Wir hatten so ein gutes Spiel gemacht. Ah. Yes. Komm, Wendell. Flanke auf Aranguiz. Boah, wenn er irgendwie abgefälscht. Ach, Mann. 2-2. Es ist bitter, dass wir hier überhaupt kämpfen mussten. Das ist bitter. Aber wir haben es immerhin getan. Und haben immerhin den Punkt mitgenommen. Unser Ziel ist natürlich schon, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und ja, Bayern gewinnt. Wir schaffen nur ein 2-2 gegen Dortmund. Bittere Angelegenheit. Ja, noch viel bitterer ist jetzt, dass wir halt einfach, auch verletzungsbedingt natürlich mit Bender, aber auch allgemein halt wieder ein bisschen durchrotieren müssen. Also Palacios drin, Baumgartner drin, Jedwal drin, ja. Und Alter, wir haben jetzt 3 Tage Pause gehabt und dann haben wir gerade nochmal 2 Tage, glaube ich, danach. Oder nochmal 2 oder 3 Tage. Und dann spielen wir gegen Bayern. Also auch nicht irgendwie gegen Köln, so, ja, wobei Köln ist ein Derby, aber nicht gegen Bielefeld oder so, sondern gegen Bayern. Also wo es halt unglaublich wichtig ist zu punkten im direkten Duell. Also es ist ja jetzt so ein Druck schon. Rückspiel der Playoffs. Oh, und dafür sorgt fast Bellarabi. Das wäre nicht schlecht, wenn wir hier in Führung gehen würden. Und Bellarabi, das gibt es nicht.
Der Kopfball war schon besser, aber wieder Aluminium. Alter, was ist heute los? Oh, so ein schönes Zusammenspiel. Komm. Ja, Bailey schiebt ihn ein durch die Beine von dem gegnerischen Torhüter. Keine Ahnung, wer das ist. Ist mir auch egal. Yes. Es war ganz, ganz knapp. Aber es hat gereicht. Hier war es schon knapp. Und hier war es ganz, ganz knapp. 1-0. Das ist aber verdient. Muss man auch wieder hier sagen. Wir spielen offensiv echt gut. Bailey! Der Chip über den Torwart hat nicht geklappt. War wieder zu wenig Zeit einfach da. Aber wieder eine sehr, sehr gute Chance nach bösem Fehler der Gegner. Oh, Patrick Schick. Mit einer guten Chance noch vor der Halbzeit. Es gibt nochmal einen Einwurf. Wendell, Palacios. Wir probieren die Flanke auf. Schick. Geht nicht. Amiri, Bailey. Schuss, Latte. Oh, brutal. Halbzeit. Oh nein. Scheiße. Man hat es absolut gesehen, die Flanke war richtig, richtig gut. Da kann man nichts gegen sagen. Ja, da machst du nichts. Jawohl! Leon Bailey direkt mit dem Gegenschlag. Das war so wichtig. Also so wichtig. Wichtiger geht's fast nicht. Bisschen Glück natürlich dabei. Auch der Schuss ein bisschen... Ja, crazy, so müssen mehr oder weniger Außenriss, Pike Außenriss, aber 2-1, insgesamt 3-1, jetzt brauchen sie wieder zwei Tore. Boah, böser Bock, Hammerparade. Hier der Bock und dann die Hammerparade, also da so runterzukommen, da muss er wirklich, boah, das war nicht schlecht. Radetzky gefällt mir richtig gut. Oh. Jawohl, ganz, ganz wichtig. Der eingewechselte Alario zum 3-1 in der 74. Spielminute per Kopfball. Dieses Mal hat es funktioniert. Eklaus auf Bellarabi, der auf Baumgartlinger. Schöne Flanke. Gewinnt das Kopfballduell. Torwart nicht gut. Und dementsprechend steht es hier 3-1, insgesamt 4-1. Das könnte die Entscheidung sein. Boah, Basel macht auf, Basel macht auf und Bellarabi, Aluminium, mein Freund am heutigen Tag. Das ist nicht dein Scheißernst, Alter. Ach, geht mir das auf den Sack. Wie kann man so dumm sein? Oh. Also, heute ist noch nicht mein Tag. Dass ich so einen bitterbösen Fehler... Da kann Radetzky den natürlich selber nicht mehr ausbügeln. Verteidiger sind zu weit weg. 81. 3-2. Warum zur Hölle, echt? Jawohl. Florian wird's. Er macht es wieder gut. Wir haben es hier absolut verdient, mit 2 Toren Abstand zu gewinnen. Ein irres Spiel von 6 Toren. Dummen Fehler hinten. Ich entschuldige mich dafür. Aber immerhin, wir haben Platz vorne. Und Florian Wirtz mit einem schönen Schuss. Super gemacht. 4-2, die 2 Tore Abstand sind wieder da und sind absolut verdient wieder da. Und damit ist es das 5-2. Mit dem wir vielleicht rausgehen. Vielleicht hat Diaby sogar nochmal die Chance. Diaby. Diaby lupft daneben. Oh. Ist das dumm. Eieieiei. Also wir sind vorne nicht schlecht. Aber definitiv zu uneffizient. Also 4 Tore ist ja super. Wir haben hier ein 4-2.
15 Schüsse, 9 aufs Tor, 4 reingemacht. Ich kann überhaupt nicht meckern, ja. Wir sind weiter, wir spielen Champions League. Leute, wir haben es geschafft, Mann. Aber man muss trotzdem am Boden bleiben und sagen, okay, wir sind mit dieser Mannschaft reingekommen, wir starten eine Saison, da sind noch Lücken, da müssen wir noch ausbauen. Das und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge. Gegen Bayern, gegen andere Gegner, aber nicht gegen Messi. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.